Willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe folgende Frage an euch oder vielmehr dich. Würdest du CSGO weiterhin spielen, beziehungsweise wärst du überhaupt an CSGO interessiert, wenn die Skins nicht wären, beziehungsweise wenn die Skins wie bei vielen anderen Spielen einfach nur accountgebunden wären? Also man kauft sie und dann sind sie aber an den Account gebunden und können nicht mehr verkauft werden. Sprich, es gäbe keinen Markt um die Skins. Wärst du trotzdem noch interessiert oder wäre CSGO für dich kompletter Schwachsinn? Die eben angesprochene Frage geistert natürlich immer mal wieder so durch den Livestream-Chat, aber auch unter Videos, eben in den Kommentaren. Und es ist eine Sache, die auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist. CSGO lebt zu einem nicht unbedeutenden Teil von den Skins. Also dem Markt, den Aufruhr, für den sie sorgen, wenn halt irgendwas Krasses da ist oder es irgendwelche Trade-Up-Geschichten gibt und so weiter und so fort. Wenn Dinge halt älter werden und die Preise steigen, pipapo, der ganze Schotter. Die ganze Skin-Geschichte hat bestimmt einige von euch entweder an CSGO weiterhin gebunden, also sprich, man wollte eigentlich aufhören, hat aber noch Skins oder ist noch sehr daran interessiert, darum macht man dann doch weiter, oder aber hat euch generell erst zu CSGO geführt. Doch wie wäre es für euch, also alle die jetzt gerade aktiv in CSGO dran sind, nicht zwingend zocken, aber eben auch möglicherweise ausschließlich mit Skins romantieren, wie wäre das für euch, wenn die Skins einfach wegfallen würden? Logischerweise fallen die Leute alle weg, die ausschließlich wegen den Skins da sind. Also die noch nicht mal mehr spielen, sondern die nur die Skins verfolgen, verkaufen und hin und her, aber auch nicht am E-Sport oder sowas teilhaben, also sei es selbst spielen oder eben als Zuschauer. Die fallen sowieso alle weg, wenn CSGO keine Skins mehr hätte, beziehungsweise nie welche gehabt hätte. Aber was ist mit dem Rest? Jeder von euch, der casual so ein bisschen reindödelt, der ab und an mal bei uns in den Streams mit dabei ist, der vielleicht auch so semi-professionell spielt, auch natürlich Leute, die den E-Sport einfach verfolgen. Wie wäre das für euch, wenn CSGO keine Skins mehr hätte, beziehungsweise sie wertlos wären, weil sie in den Account hinein gebunden werden würden? Ich für meinen Teil würde auf jeden Fall einen guten Schlag wegbekommen, denn alleine die Streams und YouTube-Geschichten, so wie ich sie mir aufgebaut habe, fußen zu einem gewissen Teil auch auf diesen Skin-Giveaways. Und wenn die wegfallen würden, dann wäre das für mich schon ein herber Schlag. Spieltechnisch wäre es mir egal, also ich brauche keine Skins, um das Spiel zu spielen. Manch einer sagt ja sogar, wenn man gute Skins hat, dann wäre man abgelenkt und würde schlechter spielen. Es scheint so, als hätten da einige tatsächlich Bedenken und sagen halt, ich spiele dann lieber ohne Skins oder mit schlechten Skins. Das kann ich zwar schon irgendwie, ich kann die Gedanken dahinter verstehen, warum man glaubt, dass man schlechter spielen würde, aber ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, dass man dann wirklich schlechter spielt, oder? Komm schon. Man ist doch nicht von einem Knife geblendet, das man selbst hat und die ganze Zeit drauf guckt. Ich würde auf jeden Fall weiterhin reindaddeln, alleine schon, weil es eben ja auch zu meinem Ablauf gehört auf YouTube und Twitch. Die Frage ist natürlich nur, wer würde dann überhaupt noch mitmachen? Es gäbe sicherlich noch einen gewissen harten Kern, der für Counter-Strike einfach da ist, für das Spielen an sich, die reindaddeln wollen und so weiter und so fort, aber ich denke, selbst bei denen wird die Sicht auf CSGO etwas getrübt, wenn auf einmal keine Skins mehr da sind, beziehungsweise ihre ganzen geliebten Skins ihre Wertigkeit verlieren. Sowas wird sicherlich nicht einfach so passieren, dass jetzt halt irgendwie Valve sagt, so und jetzt aus die Maus, die Skins sind wertlos. Logischerweise nicht. Damit wird so viel Geld verdient, dass sowas ist unmöglich, dass es einfach weg ist. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es kommt ein neues Counter-Strike. Das alte, also Global Offensive, bleibt weiterhin bestehen, läuft nebenbei weiter. Ich gehe jetzt in diesem Beispiel nicht davon aus, nur in diesem Beispiel, dass CSGO auf Source 2 umgeportet wird, sondern es kommt einfach ein neues Counter-Strike, das direkt auf Source 2 läuft. Und die haben da halt keine Skins. Machen sie auch niemals im Leben. Dann werden sie absolut bescheuert, weil pinke, pinke. Aber wir sind kurz in diesem Gedankenbeispiel. Und in diesem Gedankenbeispiel würde ich dann natürlich das Neue schon auch spielen, um mit euch reinzudaddeln. Aber ich denke, die meisten würden dann doch eher eben bei Global Offensive bleiben, also so von der Gedankenwelt her, weil da ja ihre Skins liegen, da liegt das ganze Geld. Um die Frage vielleicht etwas auch abzuwandeln, würdet ihr, wenn es eben diese beiden Versionen gäbe, CSGO mit seinen Skins und allem drum und dran, so wie es jetzt ist, und Counter-Strike 12, um einfach irgendeine Zahl zu nennen, mit super duper Mechaniken und Source 2 und Panzern. Na gut, keine Panzer, komm, keine Panzer. Einfach ein richtig, richtig, richtig geiles Counter-Strike, spielerisch gesehen. Genau das, was die Leute wollen. 128 Tick, wagnet, bannt jeden und seine Mutter sofort weg, wenn man irgendwie schief reinguckt ins Spiel und nur Cheats sagt und so weiter und so fort. Also praktisch das perfekte Counter-Strike und daneben dann Global Offensive mit Skins. Ich denke, keiner von uns, zumindest die, die eben Skins besitzen, würden Global Offensive den Rücken kehren, weil klar, da liegt ja Zeug rum, dass man dann eben noch mit einer gewissen Wertigkeit verbindet. Was mich aber dann, wie gesagt, eben interessiert ist, wird das andere dann richtig gespielt? Gespielt wird es sicherlich, so weltweit, ich sag's mal global gesehen, sicherlich. Aber so gut wie Global Offensive? Mit Skins, wo man mit seinen tollen, bunten Sachen rumlaufen kann? Ich kann mir es nicht richtig vorstellen. Counter-Strike ist nun mal gleich Skins und E-Sport. Das sind so die beiden Dinge, die CSGO ausmachen. E-Sport war früher schon, die Skins kamen ja mit Global Offensive dazu. Und das ist so das Main-Paket. Ich meine, klar, dieser ganze Casual-Kram und die ganze Dödelei, die ist da auch noch als dritter Punkt so ein bisschen dabei. Auch die ganzen Community-Server und so weiter. Im Hintergrund sieht man ja auch mich wieder ein bisschen rumjumpen. Vergesst dabei bitte nicht, ich bin ein absoluter Keck. Ich habe vor über 10 Jahren
mittlerweile vor über 13, 14 Jahren, bei Source viel Surfmaps gespielt und bin rumgejumpt und sowas und habe solche Sachen sehr gerne gemacht. Da war aber entweder alles einfacher oder ich war halt einfach jünger und konnte es besser, weil, ach, Gottes Willen, also ich habe dreimal die Map wechseln müssen, dass mal eine Map für einen Rentner kam, das ist, die ich auch schaffe, um zurück aufs Thema zu kommen. Diese ganzen Geschichten zählen natürlich auch noch mit rein in diesen Casual-Punkt. Aber ja, die Skins sind doch halt sehr groß. Da ist so eine große Industrie dahinter mittlerweile. Ja, mit diesen ganzen Gambeleien und Seiten, An- und Verkauf, Skinbaron, Pipapo. Wie sieht's aus? Wie siehst du das? Hop oder Top oder Flop? 3. Ich bin wieder sehr gespannt auf eure Kommentare und habe noch so einen kleinen Teaser für euch. Wir haben jetzt bald eigene Server, unter anderem auch einen CSGO-Server. Und im besten Fall einen, der halt einfach durchgehend an ist. Und jetzt, wo ich wieder so viel rumjump und ich habe auch vorhin ein paar Surfmaps gemacht, aber ich war viel zu schlecht, ach du Scheiße, konnte ich nicht verwenden fürs Video, habe ich mir überlegt, man könnte sowas ja machen, dass wir einen Fun-Server oder sowas aufmachen. Dazu könnt ihr auch, wenn ihr wollt, was in die Kommentare schreiben. Achso, und das letzte Giveaway. Löse ich es jetzt noch auf? Ja, komm. Ich muss generell kurz gucken, was überhaupt, was war denn jetzt Phase? Also Arzerox war der letzte Gewinner, ne? Die Slate ging doch schon raus. Scheiße. Da habe ich, das war beim Willkommensvideo, das war das letzte mit Giveaway. Ja, genau, da ist er. Arzerox war der letzte Gewinner und dann gab's, ah ja, die Statric USPS Black Lotus, meine Damen und Herren. Gewinner wird jetzt gezogen und sorry für die Verzögerung. Jetzt, das ging jetzt etwas länger, das Giveaway, aber ja, jetzt bin ich ja da. Södel, 41 Kommentare haben wir am Start und wir gehen direkt rein und suchen jetzt den Winner heraus, der diese leckere USPS gewinnen wird. Hayabina, Allah. Hayabina, komm schon, wer ist es? Ich weiß übrigens nicht mehr, worüber man schreiben musste. Lesen wir mal kurz rein. Muss sagen, dass bei Knives primär immer erst die Form ausschlaggebend ist. Sprich, bin bei dem Classic kein Fan, aber von dem Wert... Ja genau, stimmt. Man musste über das Knife sprechen. Man musste über das Knife-Giveaway auf Twitch sprechen. Ist übrigens diese Woche. Ach Gott, Dienstag, Donnerstag und Freitag ist es offen. Und zwar geht es dabei um dieses Knife. Das gibt es jetzt diese Woche im Livestream-Giveaway. Rankommen, meine Damen und Herren. Ikorus hat dann wie gesagt gewonnen. Hau mir bitte deinen Trade-Link in die Kommentare. Und zwar machen wir das wie folgt. Du schreibst einfach erstmal einen Kommentar. Hey yo, hier, ich bin's, Ikorus, ja boy. Ich habe übrigens gewonnen. Dann schreibe ich, wow, cool. Und dann werde ich in meinen Text auch nochmal reinschreiben, dass du mir deinen Trade-Link bitte einfach als neuen Kommentar einfach unter das Video schreibst. Und zwar als gekürzten Link. Du haust hier einfach hier das alles weg und machst einfach ab Partner. Schickst mir einfach genau den Teil, weil dann sollte YouTube auch nichts löschen. Schreib am besten was dazu. Hier ist übrigens mein Trade-Link, bla bla bla. Und dann einfach den Part. Dann lässt mir YouTube auch den Kommentar durchgehen. Dann möchte ich mich hier wieder wie immer fürs Zusehen bedanken. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Haut ordentlich rein. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder Livestream. Morgen, also Dienstag, 18 Uhr ist der nächste Livestream. Wir streamen dreimal die Woche. Dienstag, Donnerstag, Freitag. Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, Freitag ab 20 Uhr. Donnerstag und Freitag ist eSportl super duper Matchmaking Wahnsinn. Also komm dran, Alter, komm dran! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.